Julie denn, als sie zu Ihnen zum ersten Mal in die Werkstatt kam? Sie war ganz verschüchtert und unselbstständig. Also sie ist kaum auf fremde Menschen zugegangen und war bei den einfachsten Alltagssituationen völlig überfordert. Also Bäcker Brötchen holen oder Nudeln kochen. Und aber bei uns in der Werkstatt, da werden die Menschen nicht nur beruflich gefördert, sondern auch gezielt im Umgang mit eben genau diesen Alltagssituationen. Und das war echt das Beste, dass Herr Stockmann Frau Ploch überreden konnte, Julie bei uns in die Werkstatt zu tun. Nur sieht die Mutter von Julie das ein bisschen anders. Sie wirft dem Angeklagten ja vor, dass er sie jedenfalls zumindest tagsüber loswerden wollte und ihn deshalb in die Werkstatt geschickt hat. Das halte ich für Schwachsinn. Ich habe gesehen, wie Herr Stockmann mit der Julie umgegangen ist. Und er hat im Gegensatz zu Frau Ploch verstanden, dass man Menschen mit Behinderung auch gezielt zur Selbstständigkeit erziehen kann und das auch auf jeden Fall tun sollte. Frau Ploch, die redet doch ihrer Tochter ein, dass sie behinderter ist, als sie eigentlich wirklich ist. Das ist wohl eine Unverschämtheit jetzt hier. Woher willst denn du wissen, was für meine Tochter am besten ist? Ich weiß nur, dass sie gern zu uns gekommen ist und dass sie wahrscheinlich auch weiterhin gern kommen würde. Haben Sie überhaupt schon mal gefragt, was sie eigentlich möchte? Julie, das mache ich jetzt mal. Ne? Möchten Sie wieder gerne in dieser Werkstatt arbeiten? Aber meine Mama hat gesagt, dass er besser von mir ist, ich nicht mehr hingehe. Super, ja. Also mit Einsperren und Verboten kann man doch ein Kind auch nicht vor Gefahren schützen. Herr Erhardt, Sie arbeiten doch als Praktikant in der Werkstatt. Ne? Sie waren aber auch vorher, haben Sie schon dort gearbeitet. Was haben Sie denn da gemacht? Ja, also ich habe Sozialstunden ableisten müssen. Ich wurde früher vom Jugendgericht etwas verknackt. Diebstähle, Körperverletzung, Nötigung, aber das liegt wirklich hinter mir. Ich habe durch diese Arbeit in der Werkstatt wirklich, bin ich ein anderer Mensch geworden. Ja, das ist ja schön für Sie. Aber Sie kennen ja auch diese Jugendgang um Danny Schröder ganz gut, ne? Ist doch wahr, oder? Ja, wieso? Ist Ihnen das unangenehm, dass ich jetzt nach diesen Jungs frage, oder was? Ist schon in Ordnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass Danny Julie da in den Wald gelockt hat und auf den Hochsitz gescheucht hat. Ich kenne ihn ja noch aus den Tagen, wo ich noch mit ihm abgehangen habe in der Clique. Der schikaniert andauernd Menschen mit Behinderung. Wie sehen solche Schikanen aus? Ja, wenn er sie nicht beschimpft, dann lacht er über die jeweiligen Behinderungen oder äfft sie nach. Oder er nimmt ihnen persönliche Gegenstände weg. Zum Beispiel hat er einmal das Tagebuch von einem Mädchen aus dem Rollstuhl weggenommen und das vor der gesamten Clique vorgelesen. Und die hat sie natürlich dann damit aufgezogen. Oder letztes Jahr zum Beispiel, da hat er ein Mädchen in den Wald gescheucht und in eine Hütte eingesperrt, weil er es lustig fand. Darüber ist sie allerdings nicht bekannt. Ja, weil Danny das auch immer ziemlich clever macht. Das bekommt ja außer ihm und der Clique und den Behinderten ja keiner mit. Die Clique sagt nichts, ist klar, und die Behinderten, ja, die haben Angst vor ihm. Nur warum sollte der Danny Schröder die Julie Ploch mit so einer Clownsmaske gezielt in den Wald gelockt haben? Das, kurz bevor das mit ihr passiert ist, dann kam sie zu mir und hat mir anvertraut, dass sie sich ganz doll verliebt hat. Und sie wollte mir aber auch nicht sagen, in wen. Jedenfalls wollte sie von mir einen Ratschlag haben, was sie tun soll. Und ich habe gesagt, sie soll einfach zu der Person hingehen und ganz offen und ehrlich die Gefühle gestehen. Und wie? Also, davon wusste ich ja überhaupt gar nichts. Damit ist sie jetzt auch nicht hausieren gegangen. Ja, ich bin die Mutter. Jedenfalls hat sich dann leider herausgestellt, dass sie sich in Danny verliebt hat. Und dem ist sie dann auch immer hinterhergerannt und hat ihm immer wieder gesagt, wie doll sie ihn lieb hat. Und naja, der wurde natürlich von seiner Clique mächtig aufgezogen. Und das wollte er so sicherlich nicht auf sich sitzen lassen. Julie, sind Sie immer noch in Danny verliebt? Nein, der ist immer so gemein zu mir. Und Diogo, den finde ich jetzt doof. Doof. Das finde ich dann auch doof. Noch Fragen an den Zeugen Erhardt? Nein. Nein, danke. Dann möchte ich genau mit diesem Danny Schröder mal fortsetzen. Herr Schröder, bitte, und Sie nehmen hinten Platz. Herr Schröder, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Guckst du mich so dämlich an? Hey, Schröder, so nicht. Herr Schröder, Sie nicht. Sonst garantiere ich nicht für Ihren Gesichtsausdruck, wenn wir beide aneinander geraten. Sobald Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar, 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Danny ist Ihr Vorname, Sie sind 23, wohnen in Waldingen. Was sind Sie vom Beruf? Ja, ich habe Maler, Lackierer gelernt. Aber jetzt arbeitswohnt. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Herr Schröder, dem Angeklagten wird hier vor. Ich weiß, was dem Angeklagten vorgeworfen wird. Aber wenn wir mal ehrlich sind, Frau Richterin, wenn die so dämlich ist und auf dem Hochsitz klettert, da noch runterfällt und sich verletzt, na, ist Mongo-Kind selber schuld. Für diese Beleidigung, und so genau so haben Sie es ja auch gemeint, gibt es ein Ordnungsgeld von 100 Euro ersatzweise 2 Tage Ordnungshaft. Ich dulde hier nicht, auch nicht im Ansatz. Das ist doch die Wahrheit. Ist doch nicht beleidigend. So wie Sie es gemacht haben, ja. Und das diskutiere ich auch nicht mit Ihnen. Und außerdem ist ja auch noch lange nicht geklärt, ob dieses Mädchen tatsächlich da freiwillig hochgeklettert ist. Vielleicht hat sie ja auch einer hochgetrieben. Ja. Er? Nee, nicht er. Ich hatte eigentlich eher an Sie gedacht. Mich? Ja. Wir haben nämlich gerade von dem Zeugen Höch netterweise gehört, dass Sie sich zur Tatzeit auch im Wald herumgetrieben haben.
Und, ist das ein Verbrechen? Ich treffe mich jeden Tag mit meinen Leuten da. Außerdem, warum sollte ich Ihnen da was antun? Verraten Sie mir das mal bitte. Ja, nun, der Zeuge Erhard hat uns eben erzählt, dass das Mädchen zumindest zeitweise mal in Sie verliebt war. War Ihnen vielleicht peinlich oder irgendwie unangenehm? Pass mal auf, an deiner Stelle würde ich mal richtig die Fresse halten. Du hast hier doch darin geschliffen, nicht ich. Momentchen mal. Wie kommen Sie jetzt darauf, dass Max Erhard damit etwas zu tun haben kann? Warum denn? Weil der die genauso hasst wie ich. Oder denken Sie, der macht das zum Dudeldei da? Und so lieb und nett, wie der tut, das ist der nicht. Was labert der denn? Der ist da abgefuckt. Der ist doch so, oder nicht? Hat er Ihnen das mal gesagt, oder wie? Naja, gesagt, eigentlich nicht. Aber wir hatten vor einem knappen Jahr, hatten wir mal ein Mädchen in so eine Hütte reingesperrt. Wir haben beide Stunden bekommen. Und er musste in so einem Behindertenheim arbeiten. Und das hat ihn richtig abgefuckt. Und jetzt will er jeder Einzelne loswerden. Völliger Quatsch. Sind Sie dabei gewesen, als damals dieses Mädchen eingeschlossen worden ist, in dieser Hütte festgehalten worden ist? Ja, ich habe da mitgemacht. Ich habe früher bei diesen ganzen Mobbingaktionen mitgemacht. Aber seitdem ich im Februar letzten Jahres meine Sozialstunden abgeleistet habe, da hat sich meine ganze Einstellung verändert. Ich habe einfach gemerkt, wie viel Lebensfreude und Herz in diesen Menschen steckt. Die nehmen dich sofort in ihr Herz auf und denen ist es egal, woher du kommst und was du in deinem Leben schon für einen Mist verzapft hast. Wer soll denn den Scheiß abkaufen? Die haben einfach keine Vorurteile. Wer soll denn dir was abkaufen? Ich bin froh, von euch los zu sein, um meine Ausbildung bald anzufangen. Das war eine geile Aktion, das weißt du. Entschuldigung, diese Aktion war nicht geil. Das möchte ich mal ganz kurz ganz klarstellen. Das war eine ganz feige Geschichte. Sie haben das anscheinend noch nicht kapiert. Wenn Sie ein bisschen Anstand hätten, dann hätten Sie sich vielleicht bei dem Mädchen mal entschuldigt. Das will ich Ihnen nur sagen. Und das Juristische gucke ich mir auch noch mal ganz genau an. Der Dinge ist nur so böse, weil sie keine Lippe hat. Halt's Maul, das kannst du was erleben. Schröder, das war eine Bedrohung. Und auch das akzeptiere ich hier nicht. 2 Tage Ordnungshaft direkt zu verbüßen im Anschluss an diese Verhandlung. Es geht so nicht. Vielleicht hat der Dinge keine Mama, ihres Liebhabers. Aber meine Mama haben es ganz doll lieb. Das stimmt auch, Julie. Aber deshalb hat der Denny hier aber auch keine Ausrede, so frech zu sein. Hm? Wenn ich rauskriege, dass einer von deinen Schergen was damit zu tun hat, dann könnt ihr mich erleben, mein lieber Freund. Bitte. Das brauche ich jetzt auch nicht. Ein Ausraster von Ihnen habe ich schon erlebt. Bei euch drin, der ist nicht ans Atta noch rüber. Entschuldigung, könnten Sie uns das mal etwas näher beschreiben, wenn es geht, ohne dumme Sprüche und Beleidigung? Ja, klar, könnte ich. Dann machen Sie es bitte. Ja, vor 2, 3, 4 Wochen, bevor sie vom Hochsitz gefallen ist, da hatte sein kleiner Sohn, war bei uns mal im Wald gewesen. Ja, und da hat er halt fast einen eiligen Krieg angefangen, der Idiot. Ja, weil ich weiß, wie unberechenbar ihr alle seid. Also Entschuldigung, Ihren Sohn lassen Sie nicht im Wald allein herumlaufen. Aber das Mädchen, das setzen Sie im Wald aus. Wie perfide ist das denn, Herr Stockmann? Noch Fragen an den Zeugen Schröder derzeit. Dann möchte ich mal nicht zu Ihrer früheren Lebensgefährtin kommen. Katharina Uhlen, bitte. Und Sie bitte nehmen hinten Platz. Ja, bleibt unvereidigt, dieser Zeuge. Frau Uhlen, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Frau Uhlen. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Katharina, Sie sind 30, wohnen in Heilbronn. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Model. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Frau Uhlen, der Angeklagte hat am 4. Juni 2010 nachmittags Ihren gemeinsamen Sohn Diego zu Ihnen gebracht. War das so abgesprochen? Nein, und ehrlich gesagt war ich auch ziemlich verärgert darüber. Denn eigentlich war abgesprochen, dass er ihn mir erst abends vorbeibringt, weil ich tagsüber ein wichtiges Shooting hatte, was ich deswegen extra absagen musste. Hat der Angeklagte Ihnen gesagt, warum er seinen Sohn früher gebracht hat? Nein, das hat er nicht gesagt. Kein einziges Wort. Er hat nur gesagt, er hätte noch irgendetwas vor und keine Zeit für Diego. Und dann ist er einfach wieder abgehauen. Weißt du, sonst machst du immer ein Riesentheater, wenn ich ihn mal sehen will. Und an diesem Tag, wo ich mal was vorhatte, hast du ihn wie ein Paket bei mir abgegeben. Du beschwerst dich doch andauernd bei mir, dass du ihn nicht häufig genug sehen würdest. Ja, es muss auch immer so laufen, wie du es gerade willst. Du warst schon immer so ein Egoist und Verantwortung konntest du auch noch nie übernehmen. Was man ja an dem Fall mit dem Mädchen sieht. Steckst du dahinter? Sag mal, spinnst du völlig? Wie kommst du auf so eine absurde Idee? Na, wundern wird's mich jedenfalls nicht bei dir. So eifersüchtig, wie du warst. Eifersüchtig auf Julie? Eifersüchtig auf Julie? Ja, eifersüchtig auf Julie. Schließlich scheint er ja bei ihr immer nur die zweite Geige gespielt zu haben. Sie hat sich ja immer um das Kind gekümmert. Und, naja, so besonders angetan von Treue scheint sie ja auch nicht zu sein. Sie bitte? Ich glaube ja wirklich nicht, dass Sie in der Lage sind, das zu beurteilen. Ich sag nur, was ich gesehen habe. Ja, dann tun Sie es jetzt auch, weißt du?
Ein paar Tage, bevor das mit dem Wald passiert ist, bin ich zu ihr nach Hause gefahren, weil ich meinen kleinen Diego-Schatz abholen wollte. Und ich war höchst erstaunt darüber, dass ich Alex dort nicht angetroffen habe. Mhm. Ganz im Gegenzug dazu habe ich den lieben Herrn Rechtsanwalt dort angetroffen. Ja, oh Wunder. Und wenn Sie mich fragen, war das keine rein freundschaftliche Zusammenkunft, so ertappt, wie sie sich fühlte. Sie scheint genauso ein Augenproblem zu haben wie der Herr Stockmann. Ja, sollten wir vielleicht Ihre Beobachtungsgabe ein bisschen schärfen. Sag mal, hör auf, so einen Blödsinn hier zu verzapfen. Entschuldigung, Herr Stockmann, Sie haben doch Ihrer Lebensgefährtin eben selber noch eine Affäre unterstellt, eine andauernde Beziehung zum Herrn Rechtsanwalt. Hüch, warum soll es jetzt auf einmal Unsinn sein, wenn Sie reinkommen? Ja. Verstehe ich nicht. Ja, das habe ich doch nur gesagt, weil der Herr Höch mir unterstellt hätte, ich würde mit Jule nicht auskommen. Ach, da sagt man sowas mal einfach. Genau. Ich weiß ja, dass die beiden nur ein freundschaftliches Verhältnis haben. Aha. Johanna, ich habe einfach Angst, euch beide zu verlieren. Ich will doch nur, dass wir wieder eine kleine, glückliche Familie werden. Pass mal auf, ich sag dir eins. Ich werde nicht zulassen, dass du mit Diego wieder bei ihr einziehst. Da hole ich Diego lieber zu mir. Dieses Mädchen ist doch eine Gefahr für ihn. Wieso sollte Julie eine Gefahr für Diego sein? Sie geht doch ständig in diesen gefährlichen Wald und dabei kann sie noch nicht mal auf sich selber aufpassen. Aber der Diego, der ist mein bester Freund. Und der wollte an dem Tag, ich so verletzt habe, auch in den Wald zu spielen kommen. Das wird ja noch schöner. Ich bin froh, dass er an dem Nachmittag bei mir war. Wer weiß, was sonst noch passiert wäre. Ich meine, eine Möglichkeit wäre natürlich noch, dass dieser Clown vielleicht nur in Julis Fantasie existiert. Juli, sind Sie vielleicht alleine in den Wald gelaufen? Juli, waren Sie an dem Tag mit Diego in dem Wald verabredet? Ich glaube nicht. Aber Diego ist ja auch da, den können wir selber erst mal fragen, was der erinnert. Ne? Noch Fragen an die Zeugin Uhlen? Mhm. Bleibt unvereidigt, nehmen Sie bitte hinten Platz. Diego Uhlen, bitte. Zeugin unvereidigt, falls ich es noch nicht gesehen habe. Ja, dann geh mal wieder begrüßen. Begrüßt euch hier ruhig. Oh. Ach, ihr sitzt alle beide nebeneinander, das ist ja auch gut. Diego, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, weißt du. Das ist wie im normalen Leben, darf man auch nicht lügen. Ne? Lügen darf man nicht. Diego, dein Nachname ist Uhlen. Wie alt bist du? Sieben. Und du wohnst ja mal bei deinem Papa und mal bei deiner Mama, die ja in Heilbronn lebt. Aber leider nicht mehr bei der Johanna und der Jule. Ja, im Moment halt nicht. Als Sohn des Angeklagten kann man schweigen. Das heißt, man kann hier aussagen oder nicht. Du musst gar nicht, wenn du nicht willst, Fragen hier beantworten. Möchtest du was sagen? Fragen beantworten von mir oder nicht? Wir könnten es ja mal probieren. Dann kommst du zu mir nach oben und dann frage ich dich ein paar Sachen. Darf die Jule auch mitkommen? Ja, natürlich. Wenn du es möchtest, könnt ihr alle beide. Wir machen die eine oder andere protokollarische Ausnahme. Das schreiben wir ins Protokoll und das schreiben wir auch rein, dass Dr. Glüth mit der Vernehmung einverstanden war, keine Bedenken hatte. So, könnt ihr euch da beide draufsetzen? Probier mal. Julie, probier mal. Probier mal, ob es passt. Normalerweise passen zwei drauf. Und? Ja. Gerade so. Ja. Genau. Diego. Jetzt kommen wir mal gleich zur Sache. Als du mit deinem Papa noch gewohnt hast, zusammen bei der Juli und ihrer Mutter, wie hast du dich da so mit der Juli verstanden? Gut, ich spiele voll gern mit der Juli. Mhm. Was spielt ihr denn dann immer so? Wir spielen ganz viel Theater und verkleiden uns dann immer. Und die Juli malt mich. Ich war schon Ritter und Indianer. Und die Jule malt mich dann immer so, dass ich im Gesicht dann. Wir spielen auch oft im Wald, da haben wir schon Indianer. Bestimmt, Indianer, Räuber und Gendarme. Ja, haben wir Räuber und Gendarme. Detektiv habt ihr gespielt, ja. Nach Verbrechern gesucht. Und ihr habt nach Verbrechern gesucht. Habt ihr welche gefunden? Nur den Danny und seine blöden Freunde. Das wird ja immer schöner. Und treibt dieses kleine Mädchen, meinen süßen kleinen Diego, ja irgendwie in die Arme von diesen Kriminellen. Frau. Aber Mama, die Jule hat doch ganz doll auf mich aufgepasst. Als der und seine blöden Freunde mich ärgern wollten, hat die Jule gesagt, die sollen uns in Ruhe lassen.
Und hat sie mir gesagt, dass ich ganz schnell laufen muss und hat ihn voll fest gegen das Schienbein getreten. Und dann sind wir ganz schnell gerannt und ich habe Jule den Weg durch den Wald gezeigt, weil sie sich ja noch nicht so gut Wege merken kann. Genau, mit dem Wege merken ist es ein bisschen schwierig noch, ne? Aber an diesem 4. Juni, da hat sich die Jule leider ganz alleine im Wald verlaufen und hat sich dabei auch schwer verletzt, ne? Wolltet ihr beide an dem Tag im Wald spielen? Nein, ich musste zur Mama, schon nachmittags. Deswegen habe ich Papa gefragt, wer jetzt Lulu vom Bus abholt. Da hat der Papa gesagt, er macht das. Entschuldigung, jetzt eine Frage, Herr Stockmann. Sie sagten doch vorhin, dass die Julie alleine von der Bushaltestelle nach Hause gehen wollte. Oder habe ich das falsch notiert? Das habe ich nur gesagt, weil ich dachte, wenn ich sage, dass ich sie abholen wollte, dass ich dann noch verdächtiger bin für sie. Fakt ist, als ich beim Bus ankam, war Julie schon weg. Warum sollt ihr so nicht dabei sein? Ich kann Ihnen genau sagen, warum Sie das gemacht haben. Sie haben diese Aussetzung geplant, von vorne bis hinten. Sie haben sich diese Clownsmaske geholt, dann haben Sie Ihren Sohn weggebracht. Der sollte natürlich nicht dabei sein. Und dann haben Sie das Mädchen in den Wald geschleppt. Nee, der hat die Maske nur mitgenommen, weil der Jule so gern hat und ihr eine Freude machen wollte. Hast du diese Maske an dem Tag bei deinem Papa im Auto gesehen, zufällig? Ja, die lag hinten im Auto auf dem Fußboden. Aha. Diego, es ist immer gut, wenn man hier die Wahrheit sagt, in allem, wenn man daran noch denkt. Ja? Und mehr Fragen haben wir an dich und ihr habt euch uns sehr geholfen, alle beide. Jetzt würde ich sagen, Diego, war das wieder draußen? Ja, Herr Bauer, bitte. Ach, sind Sie noch da geblieben? Nehmen Sie ihn wieder mit. Julie, Sie setzen sich wieder neben Ihre Mutter. 60, Ziffer 1 unter 16, bleibt unvereidigt. Herr Stockmann, mit anderen Worten hat Diego bei Ihnen im Wagen eine Clownsmaske gesehen. Das habe ich alles so nicht gewollt. Also doch, ich hatte die ganze Zeit recht. Ich wollte Julie nie wehtun, das ganz bestimmt nicht. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich wollte meinen Sohn nicht verlieren, weil die Katharina und ich, wir haben zurzeit noch das gemeinsame Sorgerecht für den Diego und... Ja. Ja, und sie hat mir gedroht, wenn er weiterhin mit Jule unter einem Dach wohnt, dass sie das ändern will, dass sie ihn mir wegnehmen will. Und Johanna verlassen, das wollte ich auf keinen Fall, weil ich sie doch liebe. Aber ich meine, ein Familiengericht ändert doch kein Sorgerecht, nur weil ein Kind mit einem leicht geistig behinderten Kind zusammenlebt. Sie haben gar keine Ahnung, was die für Anwälte kennt. Also ich gebe mir Brief und Siegel, die hätte Mittel und Wege gefunden. Ich verstehe es trotzdem nicht. Auch die besten Anwälte hätten mit dieser Begründung Ihnen das Sorgerecht wegnehmen können. Also Alex, ich verstehe gar nicht, warum du mit mir nicht darüber geredet hast. Stattdessen bringst du meine Tochter so dermaßen in Gefahr. Ich habe doch nicht geahnt, das wollte doch nicht, dass sowas dabei passiert. Ich liebe Juli wie mein eigenes Kind von ganzem Herzen. Aber Johanna, ich konnte mit dir nicht darüber reden. Ich hatte einfach Angst, dich zu verlieren. Du hättest doch Juli nie von alleine in ein Wohnheim gegeben. Ja, aber Alex, wir hätten doch mit Sicherheit eine Lösung finden können. Ich verstehe dich nicht, ich kenne dich gar nicht. Wir waren ein super Team. Ich habe Mist gebaut, ich habe einen riesen Mist gebaut, ich weiß. Aber ich bin doch immer der Überzeugung gewesen, dass Jule das in so einem Heim besser hat, dass sie selbstständiger wird. Und dann warst du ja ganz häufig mit dieser Situation, fand ich, naja, überlastet, überfordert. Und ich wollte, dass du mehr Zeit für dich hast. Und dann ist die Sache eskaliert und ich konnte nicht mehr zurück. Und nie traurig sein, Alex. Ich hab das auch lieb. Das ist lieb von dir. Komm, setz dich wieder zu mir. Dann ist es sehr gut. Werden Anträge gestellt? Nein. Schließlich die Beweisaufnahme der Staatsanwaltsräume. Ich werde jetzt ein bisschen mit Herrn Stockmann schimpfen müssen. Ich habe ihn nicht ganz so lieb wie du. Frau Vorsitzende, die Frage, was hier eigentlich passiert wäre, wenn der Herr Höch nicht vorbeigekommen wäre. Er sagt gejoggt, andere sagen langsames Laufen, sieht fast aus wie rückwärts gehen. Die Frage wollen wir uns nun wirklich nicht mehr stellen, Herr Stockmann. Ich weiß nicht, was Sie dazu veranlasst hast, das Mädchen auszusetzen im Sinne von § 221 Strafgesetzbuch. Es war vollkommen hilflos, im Wald völlig auf sich gestellt. Und dass da Gefahr drohte, das war Ihnen bewusst, das haben Sie vorsätzlich in Kauf genommen. Ihren eigenen Sohn,
Den halten wir aus dem Wald nämlich schön fern, weil dann gewisser Danny Schröder rumläuft und kleine Mädchen einsperrt und sich auch noch teufelt. Sie wissen ganz genau, was da los ist. Und sie wissen, wie gefährlich das ist. Und deshalb haben sie das in Kauf genommen. Das ist eine Aussetzung. Und die Körperverletzung ist ihnen auch zuzurechnen. Sie wussten nicht, dass dann Hochsitz zusammenstürzt. Spielt alles überhaupt keine Rolle. Aber sie wissen und sie nehmen es in Kauf, dass so etwas passieren kann. Und das haben sie hier im Prozess aufrechterhalten. Die ganze Lügerei, das ist alles strafschärfend zu berücksichtigen, Frau Vorsitzende. Deshalb, auch wenn das Opfer ihn verziehen haben mag, eine Freiheitsstrafe muss es geben. Und ich finde, 6 Monate, da sind sie verdammt gut mit bedient, zur Bewährung auszusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Staatsanwalt. Frau Rechtsanwältin Liebling. Ja, Frau Vorsitzende, Herr Staatsanwalt, wir haben hier eine Familie, eine Patchwork-Familie, die offensichtlich ganz gut funktioniert, in der sich alle Beteiligten nämlich gleichermaßen gern haben. Leider hat mein Mandant in einem, in diesem außerordentlich harmonischen Miteinander einen groben Fehler begangen, nämlich als er eigentlich mit seiner Freundin hätte sprechen müssen, hat er es nicht getan, ist auf eine zugegebenermaßen äußerst dämliche Idee gekommen und als er dann sich bewusst war, was er da tatsächlich angestellt hat, da war es auch schon zu spät. Letztlich hat er hier aber trotzdem, wenngleich auch spät, ein Geständnis abgegeben. Es sind weitere Straftaten von ihm nicht zu erwarten. Ich denke, deshalb bleibt allenfalls eine fahrlässige Körperverletzung übrig. Und ich bitte daher um eine sehr milde Strafe. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Rechtsanwältin Klingenberg. Wollen Sie als Nebenklägerin einen Antrag stellen, Julie, oder mit, über Ihre Mutter? Ich kann es immer noch nicht verstehen, aber ich denke, Alex hat recht und ich sollte einfach versuchen, ja, doch ein bisschen loszulassen. Und Julie, wenn du wieder in die Werkstatt zum Arbeiten gehen möchtest, dann darfst du das, wenn es dir so gut gefällt. Danke, Mama. Sie haben das letzte Wort, Herr Stockmann. Ich weiß, ich hab einen riesen Fehler gemacht, und der nicht zu entschuldigen ist, aber es tut mir alles furchtbar leid. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 100 Euro, also zu insgesamt 8.000 Euro, verurteilt. Ratenzahlung wird gestattet. Er trägt die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Nebenklägerin. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Es ist rechtlich hier gar nicht so einfach. Man kann durchaus die Meinung der Staatsanwaltschaft vertreten. Hilflose Lage ist völlig klar und eine konkrete Gefährdung hat hier vorgelegen. Den wäre Rechtsanwalt Höch nicht vorbeigekommen, weiß ich nicht, wie es in dieser Nacht ausgegangen wäre. Und anvertraut war Ihnen das Mädchen auch, denn Sie sollten sie ja vom Bus abholen. Die Frage ist hier Vorsatz, ja oder nein. Bedingter Vorsatz reicht auch. Haben Sie eine solche Gefährdung billigend in Kauf genommen, nach dem Motto, es war ihm recht? Oder wollte er was ganz anderes haben? Er ging ja auch nach Hause und dort wurde auch sofort die Polizei dann eingeschaltet. Das heißt, vom Vorsatz her müssen wir eher davon ausgehen, dass er dachte, wird schon alles gut gehen, denn das Zentrum seines Wollens war, dass er die Mutter dazu bringt, dass die Julie in dem betreuten Wohnen kann, dass es sich abends nicht verläuft oder von der Bushaltestelle, Julie. Weißt du, darum ging es ja letztendlich. Ja? Und das bedeutet einfach dann keinen entsprechenden Vorsatz. Aber das, was passieren kann, wenn man sich jedenfalls eine gewisse Zeit lang mit der Clownsmaske in den Wald klopft und dort einfach alleine lässt. Herr Stockmann, das war keine Kleinigkeit. Julie, aber einen Vorteil hat das. Es tut nicht mehr weh. Und du kannst in die, ich sage immer du, und sie können in die Werkstatt. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder Revision einzulegen, binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen.